Hier sehen Sie, gähnende Leere. Der Sportplatz neben mir ist heute leer. Mara Tellmann hat sich auf den Weg nach St. Wendel gemacht. Ich hoffe, Mara, du hast einen guten Grund dafür. Ja, hallo aus St. Wendel. Ich stehe hier direkt neben der Basilika. Hinter mir ist eine große Bühne aufgebaut. Da wurde auch schon Musik gespielt. Also es ist sowas wie ein Festchen hier. Denn am Wochenende, 27. 28. Juli, da findet hier ein internationales, ein hochkarätiges U17-Fußballturnier statt mit namhaften Vereinen. Und ja, da findet also, oder beziehungsweise da fand vor wenigen Minuten hier die Auslosung statt. Und dazu wurde eingeladen eine prominente Losfee, nämlich der U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. Und das hat sich die Stadt dann natürlich auch nicht nehmen lassen, diese Gelegenheit. Stefan Kuntz hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Die Auslosung der Gruppen dieses Jugendturniers fand dann im Nachhinein statt und ja, das war eben gerade hinter mir auf der Bühne. Stefan Kuntz tummelt sich hier noch ein bisschen rum, schreibt Autogramme, macht Fotos. Er ist gleich bei uns zum Interview. Bis dahin wollen wir blicken auf den ersten Tag nach dem Ruhetag. Nein, das ist der erste Tag im Hochgebirge heute bei der Tour de France. Es ist die 12. Etappe und wie es da lief, schauen wir jetzt. So, und jetzt ist er bei uns, der hat den Weg durch die Fans geschafft. Stefan Kuntz, hallo. Sie sind Turnierpate, Sie haben gerade die Auslosung gemacht. Vorher wurden Bilder von Ihnen gezeigt, nicht nur Tore, auch Torwand. Losfee war nicht dabei, ist das Ihr erstes Mal gewesen? Nee, nicht ganz. Also ich habe in der Sportschau schon mal DFB-Pokal gelost und los auch dieses Jahr jetzt die zweite Pokalrunde, glaube ich, ja. Es sind namhafte Clubs mit dabei. Heißt das, also beispielsweise Bayern München, Leipzig aus Deutschland, Frankfurt, internationale Clubs Valencia, Porto. Heißt das, dass bei solchen Clubs dann auch die Jugendteams besonders gut sind, weil da gute Nachwuchsarbeit gemacht wird? Ist das so einfach? Also generell sind die Nachwuchsleistungszentren natürlich im Vorteil jetzt, sagen wir mal, gegenüber der Regionalauswahl. Was aber unvergesslich sein wird, ist, jeder Fußballer bekommt ja aus seinem nahen Umfeld, meistens Mama und Papa, gesagt, dass er überragend gut ist. Und wenn man sich mal vergleichen kann, nicht mit denen, die man immer in der Schule sieht oder die man hier aus dem Kreis kennt, sondern mal gegen ausländische Spieler spielt oder gegen Spieler, wie Sie sagen, aus Bayern oder Frankfurt oder aus Leipzig, dann weiß man selber auf dem Platz, wie gut man wirklich ist. Entweder man ist gut, man kann mithalten oder man weiß zumindest mal nach dem Spiel, was man in Zukunft noch trainieren muss. Kennen Sie die Teams so gut, dass Sie einen Favoriten nennen können oder im Zweifel immer die Bayern? Nee, wenn internationale Mannschaften dabei sind, ist es oft so, dass die spanischen Mannschaften und die portugiesischen, weil sie eine sehr einheitliche Philosophie verfolgen, in denen Altersklassen oft eine Idee weiter vorne sind. Die Teams vom FCS sind zum Beispiel mit dabei oder Elversberg. Kennen Sie da die Nachwuchsarbeit? Wie gut ist man da im Saarland? Also ich weiß, weil ehemalige Mitspieler verantwortlich sind, Oliver Schäfer in Saarbrücken und Jens Kiefer bei Elversberg. Von daher gesehen ist man so ein bisschen informiert, wobei dieser Jahrgang für mich natürlich eine Idee zu jung ist. Wichtig ist einfach, dass Saarland mit den Nachwuchsleistungszentren eben auch mit den größeren Ballungsräumen standhalten kann und dadurch auch die jungen Spieler ausbilden kann. Wir müssen noch kurz auf Ihren eigentlichen Job kommen, U21-Nationaltrainer. Das Gesicht der Mannschaft wird sich ein bisschen verändern, altersbedingt. Können Sie da schon sagen, dass man nach 4 erfolgreichen Jahren eine ähnlich gute neue Truppe erwarten kann? Eigentlich ist es eine bisschen schlechtere Prognose im Moment, weil dieser Jahrgang, die Jahrgänge danach im Moment in der U17, 18, 19, 20, wo sie waren, nicht so viel Erfolg gehabt haben. Aber auch jetzt die gerade aktuelle Mannschaft hat gezeigt, dass Spätentwickler extrem auf einmal noch aufschlagen können. Und es ist nichts besser als Spielzeit in ihren Vereinen auf möglichst hohem Niveau. Stefan Kuntz, vielen Dank. Wir wissen, was Sie in Zukunft nicht sein werden. Das haben Sie oft genug betont. Aber wir freuen uns, Sie als U21-Nationaltrainer mit Ihrer neuen Mannschaft wiederzusehen. Dankeschön. Alles klar, danke auch. Und das war's vom Sport hier aus St. Wendel. Ja, vielen Dank, Mara. Das war in der Tat ein Grund für eine kleine Dienstreise nach St. Wendel.